Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Wolzen Let's Play. So, wir haben ja das letzte Mal einen Hinterhalt gehabt und sind dann ja vor einem Wald scheinbar stehen geblieben. Jo, wir müssen jetzt durch diesen Wald und mal schauen, was dort ist. Wir sind ja auf der Suche nach ein paar, jo, Freunde von uns aus dem Militär sozusagen. Wir müssen hier hin. Ah, jetzt wollte ich noch kurz, ja, machen wir das nächstes Mal, nach einem neuen Zauber suchen, aber nö. Die Ladezeiten sind auch ein bisschen hoch. So, das haben wir schon mal gehört. Aha. Republican troops keeping their lands for them. Everything has a cost. Now is the time for them to earn their sovereignty or die trying. The purifiers are going home. We are going home, sister. That one still lives. Finish him. Erledigen. Beg for mercy. I made my peace. But before you finish this, you have to know. Know what? What were you doing here? We tracked an unholy procession from the cult of the sleeper all the way to the coast of Rex, but a powerful magic shrouded their final destination. Soon after, when the Thrir crisis began, we made an agreement with Merchant Prince Damascus that we would handle the cult of the sleeper while he protects the population from the Thrir. We made camp and studied the signs. The surges from below. Yes, they're gaining strength, whatever is causing them. Those cultists, what do they want? Did you learn anything? We were preparing an expedition to find out. Below Stormfall, our scouts had just found a necropolis that runs deep beneath the earth. Something is hidden there. But the Republican assault ruined our chances to help the city. Stormfall is doomed. I've heard enough. Nein, nicht alle umbringen. Ja gut. Ohne Kiste. Ich habe den Sound ein bisschen runtergestellt, weil es war ein bisschen zu laut bei manchen Attacken. Und es ist eventuell die Stimme nicht so laut, aber man kann es echt schlecht einstellen und so weiter. Ah, der Innenreinheit, okay. Scheinbar ein Fluch. Hm. Die schwafeln ein bisschen zu viel. Ja. Gesundheitlich geht es mir momentan auch nicht so gut. Tut mir leid, wenn es ein bisschen, ja, komisch klingt manchmal oder so. Aber es ist momentan echt heftigst. Also, so einfach, ja, meine Nervenkrankheit, dann die Heizung ständig. Ein bisschen Willenskraft holen. Der Zauber ist echt nicht gerade so leicht zum Handhaben. Gehen wir mal kurz hier rein. So. Irgendwas können wir hier finden, oder? Ein bisschen Müll. Okay, ich muss unbedingt nehmen. Stab angreifen. Das ist jetzt eigentlich immer noch. Ja, es ist Kosten, also. Mist. Ich dachte, diese Fähigkeit wäre wenigstens, ja, zum Wut zurück, wenigstens zurückzukommen. Aber nein. Es wird sehr schwierig eigentlich irgendwie gemacht am Anfang, genügend Willenskraft zu haben.
Und der Zaubervernichtung kostet natürlich extremst. Naja. Wir haben ja sicher bald einen besseren Zauber, der weniger kostet. Schauen wir mal. Und einfach nicht durchgehend den Laser mehr benutzen. Ja, das sind so Fähigkeiten wie Meteor. Ist der? Trainer von Etel. War nicht so geeignet, um jetzt ständig zu spammen. Also wir brauchen einen, den wir ein bisschen spammen können, der aber auch Schaden macht. Ich weiß nicht, wieso hier eben so gelbe Ding ist. Also würde man irgendwie hier das markieren können und dann alles miteinander einsammeln. Aber es geht irgendwie nicht. Was auch noch komisch am Spiel ist, dass einfach so manchmal die Zauber nicht funktionieren. Und vor allem, dass ja, man hat irgendwas eingesetzt, jetzt kann man die andere Fähigkeit nicht einsetzen. Wahrscheinlich beides. Aber gut. Also wenn ich jetzt irgendwie zwei markiere, jetzt geht es wieder nicht mehr markieren. Es ist ganz komisch. Vielleicht ein Bug. So. Sonst eben, das Spiel macht mir extrem viel Spaß. Also es ist einfach qualitativ. Aber dann halt mit Fehlerbugs und so wieder ein bisschen weniger qualitativ. Also ich denke, es muss wirklich mal etwas kommen. Also der Entwickler muss endlich mal etwas machen. Aber er schafft es irgendwie nicht und ja, ist jetzt auch gerade nicht aktiv, scheinbar. Naja, gut, dass ich das Spiel nochmals genießen kann. Wenn da nichts mehr kommt, dann, ja, kommen wahrscheinlich auch keine Spiele mehr. So, wichtig. Da nicht das. Ja, Willenskraft, aber kritische Treffer machen wir nicht so viel. Ja, töten, nee. Lieber das andere. Und hier hätten wir gewährt einen Fähigkeit. Das ist ein gutes Deutsch. Ja, wir müssen das lassen. Das andere ist einfach der Schaden. Und da brauchen wir vielleicht im Endgame oder so. Wenn wir ganz zähe Bosse haben. Schief. So, wo müssen wir hin? Eieiei. Bin jetzt gerade so richtig austrocknen wieder im Hals. Dieses Asthma wieder. Jetzt bin ich in letzter Zeit, also jetzt 1,5 Tage, echt kaputt gewesen, also so richtig. Mein Körper mag nicht mehr, er will endlich mal irgendwo anders hinziehen können, also wirklich in eine andere Wohnung und so. Aber mir wird halt nichts gegönnt. Also eigentlich müsste ich wirklich jetzt so langsam die Kritik wirklich mal rauslassen. Also ich mache schon immer, aber wenn einfach der ganze Staat völlig zerfällt und dann nicht mal uns etwas gönnt, die es am schlimmsten haben, oder? Ist schon extremst, also. Überall wird abgebaut und die, denen sowieso nie gegönnt wird etwas, weil sie nicht verdienen können, weil sie schwer krank sind, denen geht es noch schlechter. Nicht den Guten. Die Guten, die bekommen den Luxus trotzdem über. Und das ist halt das Problem. Es wird an der falschen Seite gespart, oder? In Deutschland ist ja auch dieser Bauernkrieg, sage ich jetzt mal. Und jo. Das wird jetzt vielen Bauern und denen, die vom Bauern leben und so, was sehr beschäftigen und auch in der Schweiz wahrscheinlich irgendwas machen. Das ist das Problem, oder? Und der Mensch wird scheinbar langsam ein bisschen, ja, müde, erschöpft und, ja, macht falsche Dinge.
Also er will weniger arbeiten, er will weniger kontrolliert etwas machen. Und das ist eigentlich so gut. Was wäre, wenn ich jetzt gezwungen wäre zu arbeiten, also jetzt nicht zu Let's Playen oder so. Meine Stimme ist so kacke. Ja, wenn es einem schlecht geht. Ja. Was ist denn los, hey? Ich habe jetzt die ganze Zeit geredet und alles, ging es gut und jetzt plötzlich während der Aufnahme muss natürlich schlecht gehen. Weil ich muss immer ein bisschen vorreden, also ich muss immer kommentieren ohne Aufnahmen. Weil das sonst ja einfach zu trocken ist. Also ich hoffe einfach, dass ich bald eine bessere Wohnung bekomme. Aber das ist eine Katastrophe. Wieso werden moderne Häuser so beschissen geheizt und ja, isoliert? Also das ist ja Wahnsinn, wie viel Hitzeentwicklung ist. Gehen wir auf den Keks. I came of my own accord. That's good. Take her! Stand down, soldiers. You have no authority to judge alone. Only Grand Inquisitor Hemlock can. Do not question my orders, Edric. I won't be as forgiving as I was with your treasonous sister. I won't make the same mistake twice. What do you mean? Some Brotherhood of Dawn prisoners broke free and escaped. Valeria was among them. We're preparing for the hunt. Look. Valeria's mistakes are hers and hers only. She, on the other hand, has always been loyal to us and the Republic. Do not treat her like those curs you sentenced to death by the dozen. Ah, take them both! Prepare the gallows! Enough! Stand down, Melis. I will take it from here. Grand Inquisitor. Let us walk. These tricks, powers of yours, how did they manifest? They just appeared. Something unlocked within me. Look, I know how it seems, but I assure you, I didn't bargain with demons. Inquisitors know better than to believe words. Inquisitors maybe, but you're more than that. To me, at least. Okay. Oh, Schaden mit Kraftschwind. Hoffentlich viel. I believe you. What did you expect by coming back here? Only what's right for Valeria and I. I cannot afford the political cost of sheltering you, but I can give you another chance at survival, another chance to serve mankind far from these lands. You leave for Stormfall at once, and live as an exile by taking the first boat to the city of Gamora. Among the pariahs of the world, you might not be noticed. Even if I do, what of Edric? What will you do with Valeria? She was just evading Malus's frenzy. She's still loyal to you and the Republic. No! Your path isn't theirs, not anymore. Even my influence couldn't save Valeria. Her fate is sealed. Accept it as I must. She deserves more than being chased and put down like a dog. I hoped you would not have been so cold for once. But you never cared, did you? I'm risking much more than my political survival by not killing you on the spot. Do not dare to presume to know my feelings. Let's make this very clear. You will do as I command. You shall not delve into matters you do not understand. Nor shall you look for Valeria. For if you do, you will forfeit this chance I'm giving you. Now go. This track will lead you back to Stormfall. Farewell, my child. Oh. Er hat irgendwas. Irgendwas hat er gegen uns. Oh. Wir brauchen Zauber. Wo ist Zauber? Da unten sieht man es. Links oben, aber unten. Ja, Zauberer. Zaubergeschwindigkeit, ja. Gut. Aber Willenskraft ist doch besser.
Lebenskraftregeneration. Wenn man etwas sockelt. Also anziehen tue ich die Rüstung nicht. Ja gut. No matter the odds. Right, Val? Damascus, you will help me find her. Ja. Also wir müssen. Oh. Jetzt sind viele da. Aber ich sehe jetzt gerade nicht so. Ich weiß nicht, wenn ich mal so einen Bogenschütze oder Dieb nehme. Keine Ahnung, was ich verwenden soll. Machen wir kurz Krieger. Okay, eine Beschwörung und dann ein Teleport oder was? Aha, einfach die Beschwörung beim zweiten Mal drücken. Was hätten wir denn? Heilung. Seuchenexplosion. Beschwörungsleichen. Parasit. Man irgendwelche Beschwörungen bekommen. Finsternis. Das sei doch irgendwas. Das nehmen wir mal. So eine Beschwörung ist auch cool, aber das wird uns wahrscheinlich nicht so viel helfen. Ja komm, wir nehmen es mal. So ein Strahl vom Himmel ist, glaube ich. Aufladung ist nicht so gut. Nehmen wir die mal. Setzen die auch ein. Also jetzt muss ich... Oh, wir haben nochmals Plus. Das heißt hier... Ätherschaden. Okay. Dann haben wir... Die Träne. Ja, nehmen wir Ressourcenkosten. Ist ein bisschen besser, als wenn wir die ganze Zeit Willenskraft Probleme haben. Den Schaden, Effektschaden, Gesamtwert. Dann irgendwie die Chance, irgendwie ja, Statik oder so etwas. Und jetzt muss ich schauen, das machen wir mal hier hin. Teleport möchte ich noch behalten. Ist der andere da? Das ist... Ja, sind gute Sachen hier. Okay, nehmen wir. Und... Solarfall anstelle der Träne mal. Ich hoffe, dass es da ziemlich, ja. Besser geht mit dem Killen, mit dem Treffen und alles. Weil der Edelstein-Drop. Oder ja, Geschenk. Jo. By now you've heard that they have been crushed by Republican purifiers. I have the report, yes. The hour is bleak, champion. So, what brings you to the palace? I'm looking for someone fleeing with the remaining brothers. I ask of you for your scouts' help. I have ways to locate their position and track them, but I don't really see why I should spare precious resources on your behalf at this darkest hour.
I need every man I can muster against the Sphereer. And even more now that the cult of the Sleeper has revealed itself. Nothing comes for free, my lord. So let's strike a deal. The Brotherhood was preparing an expedition into a necropolis below Stormfall. They believed it would lead them to the cult of the Sleeper's destination. Key to understanding the phenomenon and stop it. I will finish their job in exchange for your assistance to locate my friend. Such audacity. I would tell you and your bloated ego to jump off the city walls. But if anyone can indeed spot such behavior, it is you, champion. Very well. I accept. Reach the smuggler's path through the sewers on the way to the lower rings of the city. I pray that you find the answer. Okay, der Händlerprinz hat dumme Ironie. Das ist natürlich nicht so gut für unsere Beine oder ganzen Körper hier. Von der Stadt mal zu springen. Keine Ahnung, was sie wollen. Uns immer umbringen? Sind einfach zu überheblich. Gut, gibt's nicht viele von denen. Eigentlich gar keine. Und der wird schon auf die Fresse wollen. Nö. Er ist ja noch menschlich, also nicht so wie der Hemlock. Aha. So. Gut. Oh. Schön. Da haben wir ja dieses Event endlich wieder. Jo, ist eigentlich gut gemacht. Kann aber ein bisschen unbalanciert sein. Aber immerhin haben wir dann gute Gegner und nicht so, ja, Kanonenfutter. Ah, genau, ich wollte mal kurz okay. Bisschen komisch zum Benutzen, aber ja. Also wir müssen draufbleiben, bis der Strahl da ist. Und da bleibt man noch einige Zeit stehen. Kann ich loslaufen. Da oben ist ein Shop oder so etwas. Oh. Psst. Sofort tot. Eigentlich einen guten Zauber, aber da braucht man viele Attack-Speed. Hoffentlich geht das mit der Attack-Speed auch ein bisschen weniger schnell. Weniger langsam. So. Ja, jetzt geht es auch wieder besser mit der Stimme. Aber ist irgendwie komisch. Also es ist... Ich weiß nicht, wieso der Körper das macht, so viel Schleim und alles mögliche zum... Komm schon. So, also. Genau das hier. Hier haben wir noch keinen zweiten Punkt. Das genau. Hier ein bisschen Attack Speed, bitte. Tickrate des Effektbereichs. Ich frage mich immer, was das genau heißt. Ist das der Effekt? Ja, wahrscheinlich einfach die Größe und nicht die der Dot. Also. Hier auf jeden Fall Leben. Da unten steht aber Gesundheit. Natürlich Gesundheit. Hier steht Schaden oben und unten steht Gesundheit. Okay. So. Gut. Also was haben wir hier?
Spieler haben plus 25 auf alle Widerstände. Heißt es, der Gegner hat 25 auf alle Widerstände? Ist das falsch übersetzt? Oder haben wir damit einfach einen Buff? Wir nehmen keinen Buff. So. Ich will ein bisschen mehr MF haben. Also Gegenstände finden. Man sollte nicht das Leichte nehmen, man sollte das Schwere nehmen. Ja gut. Hier ist nichts mehr. Okay, eine Schicksal Adieu Katrix Zeitgeist. Deutsch. Richtig Deutsch. Die Waffe ist eigentlich super. So. Gutes Amulett. Ich schaue jetzt zuerst mal weiter. Oh. Abschaffungsgesetz. Das ist jetzt das erste Unique-Item. Einzigartig, genau. Ne? Und Materialschaden und Mengenkontrolle Immunität. Okay, das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Art Debuff, Kontrollverlust oder so. Ja, ist etwas so gut, ist ein Streitkolben, okay. Dann nehmen wir noch das Amulett. Oh, ich hätte das andere nehmen sollen. So. Noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, jetzt wenig Gold. Okay. Verkaufen, können wir es jetzt kaufen? Ja, uns fehlt ein bisschen zu viel Gold. Okay. Hat es einfach nicht nachgeschaut. Also einen Shop finden wir hoffentlich häufiger. Nehmen wir einen Unique dabei, ist das cool. Fahrt nach der Stinkspur. Zartes Kaki. Wir könnten uns eigentlich ein bisschen umfärben dann. Ja, ich weiß nicht genau, wo man das macht. Aber da rechts irgendwo sind so Wälder. So. Oh. Schon wieder Willenskraftproblem. Sehr gut. Gehen wir mal zu den Bossen hier. Elite-Gegner oder so. Jo, nichts gedroppt. Also. Der Schaden vom Golem ist auch irgendwie gut. Liegt wahrscheinlich jetzt wieder an den Schadens-Items. So blanke Schaden ist schon sehr mächtig am Anfang. Wahrscheinlich später auch. Man hat dann aber wahrscheinlich mehr Bonis und so weiter. Okay.
Das Ende ist erreicht. Da haben wir noch ein Game gesehen. Beinschutz. Ah. Ja. Schon wieder leveln. Die Fähigkeit kann man jetzt ständig leveln, da sie wieder ja, auf Stufe 1 sind. So. Schon wieder zwei Edelsteine. Wow. Das Spiel macht vorwärts. Also das will jetzt schon zeigen, dass man da ein paar Sachen machen muss. Genau diese Fähigkeit nochmal einsetzen. Hier. Abklingzeit müssen wir später nehmen. Hier auch. Hier und hier auch. Okay. Genau. Aha, die Fähigkeit habe ich gar noch nicht gezeigt. Stimmt. Ich war ja vom Strahl so bewundert. Aber ja, eine hohe Abklingzeit. Aber so zum Energy aufladen würde ich den gerne behalten. Ist halt auch nicht so schnell. Aber er macht Schaden. Diese 5-mal so viel Schaden. Also machen wir doch ein bisschen mehr hier rein. Sehen wir die? So. 5 von 5. Widerstände ist cool. Wäre gut, aber Gesundheitsregeneration wäre auch gut. Ich glaube, ich muss das schon nehmen. So, und hier hätten wir Widerstände auf diesem Gegenstand. Ja, gut. So. Und hier machen wir da nochmals. Und das ist natürlich auch gut. Ich möchte gerne noch kurz drehen. Ist es richtig jetzt? Genau. Gut, ich gehe jetzt zuerst mal auf Meteor. Also, ja, Meteor, Frostglanz oder Kettenblitz, je nachdem. Und ich will, ja, eigentlich noch den Strahl umwandeln können, sicher. Also nicht, ab wann ich das machen kann. Oh, Strahl. Oder nein, Eislanzen. Kann immer noch nicht. Ab wann schaltet man das frei? Zerreißungsschlag. Was ist denn, wenn ein Zauber Zerreißungsschaden macht? Wie wird das denn gebufft? Also, ist denn diese Dinger auch, diese Bonis beim passiven Bann? Ich weiß nicht genau, was das macht, wenn es 4 von 4 ist. Also, das steht einfach oben, beim oberen 4 von 4. Was dann passiert, ob irgendwas Besseres kommt noch. Dadurch, dass wir ja Schlechtes nehmen und beziehungsweise uns schützen. Aber es kann sein, dass es einfach für Endgame ist, weil wir einfach zu schwach sind, defensiv. Soll da irgendwas kommen? Dass der Stab auch genutzt werden kann.
Also die Reichweite ist nicht so groß. Ja, die Stäbe sind viel zu langsam auf diesem Level. Dass ich da mal angreifen kann, ist nicht gerade so toll. Eine Schatulle. Oh, noch eine Kiste. Da kommen sie. Zombies. Alle vernichten. Es steht ja einfach 1 von 4. Und wenn man alle hat, ist man im Nu gegen die Gegner. Einfach doppelt so gute Widerstände. Wie geht? So ein Brustkorb. Sieht die Items fast gar nicht. Also diese, ja, Behälter. Eine Pistole. Neue Skin. So, ich mach mal hier Pause, gell? Der Part ist schon genug lang. Und ja, mach dem im nächsten Part dann dieses Kosmetikzeug kurz. Also wir können uns hier mal kurz verabschieden. Dankeschön fürs Zusehen. Jo, viel Spaß noch und ja, bis auf Weiteres. Tschüss.